Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. In der letzten Folge sind einige Sachen passiert und wir haben eine Sonde zu Minmus geschickt. Was ich in der Zwischenzeit gemacht habe, ist, ich habe zwei bzw. drei Missionen zu unserer Mannstation geführt, um das Personal auszutauschen durch die radiale Verstrahlung. Und habe ein neues Raumschiff auch designt. Wir können hier mal hier kurz schauen. Wo ist es denn hier? Minmus, der Orbitaner, das ist... Ne, warte mal, der ist bei... Ach, das ist gar nicht Minmus, das ist hier Minmus. Spanservatura und dann haben wir Minza 42. Unser aktueller Operationssatellit, der sich darum kümmert, Minmus zu scannen, damit wir dort relativ gut arbeiten können und bald eine Bodenstation aufbauen können, wo ich denke, dass wir sie auch unterhalten können. Aufgrund, dass halt dort... eine gerade Oberfläche ist und wir hoffentlich nicht den Bug haben, dass wir abrutschen. Soweit meine Hoffnung. Ob ich damit recht habe, ist natürlich wieder eine andere Sache, aber wir werden es sehen. Hier ist unser kleines gutes Stück. Wo ist Minmus? Da oben ist Minmus. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal kurz die Daten an, die er aktuell liefert. Ich weiß gar nicht, was ist denn, ist der aktiv? Ich weiß gar nicht. Community, nee, das ist ein Communitron. Irgendwo hier ist ein Scanner drauf. Da ist ein Scanner. Ressourcenmapper haben wir hier dabei. Ah, Fotos haben wir ja schon. Schauen wir mal, was er für Ressourcen bis jetzt gefunden hat. Oder ob er noch nicht genug Zeit hatte zum Scannen. Hier, ich hätte gerne die Karte. Dann hätten wir gerne Minmus. Sind das Ressourcen? Metallische Erze. Oh, das schaut interessant aus. Ich hätte mal gerne nur ressourcenmäßig... Metal Ore. Schaut doch die ganze Oberfläche sehr gut aus. Hier 8%, das ist gar nicht schlecht. Hier oben haben wir 9%. Hier halten wir 2,9. Wie ist denn die Farbgebung? Gibt es hier irgendwie so eine Farbeinteilung? Kartenlegende hier. Okay, das höchste, was wir haben können, ist 7,5. Wir haben aber hier schon höher, okay. Zeig mir mal nur wirklich die guten Sachen an. Ich hätte gerne Wasser jetzt mal geschaut, weil Wasser wäre so eine der wichtigsten Sachen wahrscheinlich für eine selbsterhaltende Produktionslinie. Da haben wir ein, zwei Spots. 0%, hier haben wir 2,7%. Hier schaut es zum Beispiel sehr gut aus. Lassen wir ihn doch nochmal kurz ein bisschen fahren. Wir geben mal ein bisschen Gas und lassen einfach die Zeit vergehen. Minsat ist fast leer. Scheiße, die Satelliten haben nicht die gute Energieladung eigentlich. Lassen wir den kurz mal scannen. Ah, scheiße, ein Solarpanel hat versagt. Okay, wir müssen da jetzt mal vielleicht eine Mission hinschicken mit Reparaturwerkzeugs. Lass uns mal die Karte neu scannen. Hat der so wenig erst gescannt? Der müsste doch die ganze Zeit am Scannen sein, oder? Also eigentlich müsste schon hier um einiges mehr sein. Jetzt satt. Scanner angehalten, kein Platz mehr. Lol. GV-Minute hat doch noch Strom. Wie schaut es mit Datenübertragung aus? Daten werden abtransportiert. Schwerkraftscan ist noch dabei, okay. Scan stoppen. Ne, das passt gut. Es schaut gut aus. Für mich wäre da ein sehr interessanter Spot. Wenn wir mal nur Kartentyp Visual machen. Kann ich die Erze auch ausschalten? Oder ist das jetzt eine Sache der Möglichkeit? Schaut so aus. Da hätten wir einen 6er Spot zum Beispiel. Da hätten wir auch 6,2. Gut zu landen wären diese Spots hier. Kann ich hier mal einen Punkt hinsetzen, bitte?
Dankeschön. Das ist Zone Kalypso, Zone Kalypso. So, setzen wir hier hin und machen Set. Hier wäre wahrscheinlich sogar ein guter Punkt. Ressourcen, schauen wir mal. Wie schaut es erzmäßig aus? Diese Flächen sind echt gut von der Oberfläche her. Metallische Erze. Wir werden dort unsere Oberfläche wahrscheinlich machen. Sieht echt gut aus. Union 18. 2,7%. Also selbst das könnten wir abbauen. Exotische Materialien. Jetzt bin ich gespannt. 0,13, aber immerhin etwas. Ich würde sagen, wir brauchen Wasserbohrer. Wir müssen mal eine Wasserextraktion davor nehmen. Sehe ich dieses... Ja, ich sehe es hier perfekt. Da ist es. Passt eigentlich super von der Landung und ist mitten in einem See. Bedeutet gerade Oberfläche. Danke auf jeden Fall, lieber Scanner. Du hast Top-Leistungen gebracht. Ich würde mal sagen, ein kleiner Applaus für diesen Scanner. Er hat seine Mission im Grunde erfüllt. Er wird weiterhin hier oben bleiben und seine Mission machen. Wir gehen zurück zum Weltraumzentrum und designen vielleicht mal als erstes einen Test. Ich würde gerne schauen, dass wir aus Wasser vielleicht Treibstoff machen können. Wie gesagt, ich will im Grunde da auf dem Boden dann eine wirklich stabile Bodenstation hinstellen, die da unten auch surviven kann. Ob wir das hinkriegen, ist die Frage. Es wäre auf jeden Fall ein riesiger Sprung nach vorne. Vor allem in unserer Zeit. Ich hätte auch in der Zukunft die Idee, dass wir vielleicht mal standardisierte Startraketen bauen, die wirklich immer funktionieren und nicht immer so testen. Hallo Fliege, was willst du von mir? Hier gibt's nichts. Ihr seht schon auch, dass hier meine Vögel im Hintergrund, das ist die falsche Seite da hinten, haben die jetzt Gitter dran. Das ist zum Schutz gegen rausfliegende Sachen jetzt. Man sieht es gleich ganz leicht, wenn man hier guckt, hier ist es weißer als hier drüben. Das liegt daran, dass ich halt ein Netz verbaut habe jetzt. Was so ein bisschen die Federn und alles, was rausfliegen könnte, abhalten soll. So, wir brauchen einen Testbohrer. Die Frage ist, wie designen wir den? Wir können auch was ganz Geiles machen. Und wir machen einen richtigen Test mit Kerbals. Das wäre doch, glaube ich, was. So. Was wir natürlich brauchen, ist dafür lebenderhaltende Systeme. Das könnte so ein Spaßteil werden. Bohrer. Erstmal schauen wir nach Bohrern, bitte. Ich bin immer so der Typ, der vergisst dann am Ende, sich die Bohrer einzustellen. Das sind Bohr-O-Matic. Bergbauvorrichtung. Configure Drill. Water Extraction. Minimale Menge 1%. Wasser. Bei Menge, Verbrauch. Also er produziert auf jeden Fall Wasser. Das wäre schon mal geil. Weil das wäre so eine Mission, die könnten wir stabil halten, vielleicht für kurze Zeit. Wo hatten wir denn die Pflanzen? Hatten wir die schon? Hatten wir doch, oder? Hatten wir Pflanzen schon? Bitte sagt, dass ich die bis jetzt nicht schon erforscht habe. Bitte! Ach, come on, also... Oh, Mann! Ich speichern, okay. Wie viele Wissenschaftspunkte haben wir? Wie viele saftige Wissenschaftspunkte haben wir? Mann, das regt mich schon wieder auf. Das regt mich echt schon wieder auf. Das gibt's gar nicht. Wir haben 277.
Hydrokulturen, Gewächshaus. Gewächshaus-Container. Hydrophobic Food Module, okay. Das können wir sowieso nicht leisten. Das sind die größeren Logistikmodule. Basis-Hitzeschild. Nee. Da sind halt auch die ganzen Habitation Modules, die man bräuchte, vielleicht. Planetares Habitat. Für 3 Körbels. Das wäre sowas. Also, die werden auf jeden Fall für die Zukunft sehr, sehr wichtig und interessant. Vor allem alle Sachen, die ausschauen wie das hier. Solche Sachen hätte ich gerne. Die ganzen K&K-Sachen. Da sind sie noch weiter. Oh, genau das brauchen wir alles. Gewächshaus Planetar. Das ist das, was wir für die Station brauchen. Wie viel kostet das? Puh, 1000. Oh Gottes Willen. Da das sind genau. Also, diese Module brauchen wir für die Bodenstation. Deswegen investieren wir hier auch gleich mal rein, würde ich sagen. 60. Jetzt könnte ich höchstens hier noch. Nee, hier selbst die könnte nichts freischalten. Oder gibt es noch ein K2-Modul? Reaction Wheels gibt es hier noch vieles. Blast Valve, Blast Tank. Es gibt so viel! Planetare Service Box. Kapillares Durchflussexperiment, okay. Also wie gesagt, aber wir haben jetzt auf jeden Fall mal schon das Gewächshaus für einen Test, für eine erste planetare Station. Wäre das ja etwas. Und die brauchen, glaube ich, Wasser und bestimmte Gase. Und die Frage ist, können wir die Gase produzieren schon? Das ist jetzt so die Frage, so kann ich das schon oder kann ich das noch nicht? Aber rein theoretisch... Mach mal hier... Komm schon, lade. Aber wie gesagt, da tun wir jetzt dann ein Ding hinschicken, eine Rakete. Die schießen wir runter und dann sollte das gehen. So, schauen wir mal. Das müsste doch jetzt hier drin sein, oder? Ja. Das ist so ein großes Teil, Alter. Scheiße. Das macht dann auf und dann sind da so grüne Sachen drin. Ist aber auch lustigerweise Lebensraum, ne? Es ist dasselbe. Oh no. Fuck, die sind beide so riesig. Oh fuck. Hä? Tiefkühler? Ah, da können die Körbels eingefroren werden. Oh Gott. Es wurde auch von einem Missionskontrakt dringend geboten. Diese Chemiefabrik in der externen Insel. Was kann das? Scrubber. Waste Atmosphere. Carbon Dioxide. Use Nitrogen to maintain the internal atmosphere at a comfortable pressure. Water Recycler. Filter improves out. Wastewater? Water? Oder warte mal. Electric Charge, Nitrogen macht Atmosphäre. Waste Processor. Extract Ammonia out of the compressing. Also das Grüne kriege ich. Burns monopropellant and oxygen gas producing water and nitrogen. Okay. Regulates habitat pressure using outside air. Haben wir nicht. Ich brauche ein Gerät, was... Irgendwie chemische Anlage. Hier, so. Macht aus Electric Charge, Carbon Dioxide und Hydrogen, Wasser und Liquid Fuel. Aha. Dafür brauche ich Carbon Dioxide, ja. Aber es kann auch nur das. Oder wie? Lol.
Nicht so nützlich wie erhofft, oder was? Jetzt hat. Hey, meine Güte. Ich hoffe dann auf ein Wunder. Da kann ich auch nichts, oder? Atmosphärenfilter. Sammelt CO2 aus der Atmosphäre. Sammle Sauerstoff aus der Atmosphäre. Sammle Stickstoff, sagt Ammonia. Okay. Das ist nur ein Sauger. Das wird kompliziert, Leute. Das wird echt kompliziert. Oder wir schicken eine Station runter mit dem Gewächshaus drin und schicken dann das Landemodul runter. Das geht auch. Steht da was dabei? Wahrscheinlich macht er wahrscheinlich aus Ammoniak, Kohlendioxid und Wasser. Und Stickstoff macht zu Sauerstoff, denke ich mal, oder? Und halt den Rest auch. Das ist schon wieder kompliziert, ey. So war das doch gar nicht geplant, Mensch. Ne, es ist wurscht. Hält 31 Jahre. Lichter an, aus. Ja, das ist gleich wurscht. Scrubber Control. Configure Pod. Hat Pressure Control und Scrubber. Non-empty Slot Mess. Extra Kosten, extra Masse. Macht das Electric Charged und Waste Ammonia. Ist echt ganz praktisch, weil der braucht eh Ammoniak, oder? Das macht Wasser, Ammonia und Carbon Dioxide und Waste Water und Electric Charge. Das war sowas, was ich hier bräuchte. Das wäre gleich gar nicht doof. Aber das ist dann wieder ein fettes Teil, was man da landen muss. Und dann müsste man rein theoretisch drunter Füße setzen, die passen. Und dann müssen die da drin wohnen für eine Zeit. Wie ist es, wenn das hier aufmacht? Wie weit gehen die Fenster auf? Kann man dahinter was platzieren? Natürlich nicht! Oh, das ist uncool. Haben die nicht eine kleinere Variante, so eine Baby-Variante, die wäre praktisch. Das ist so. Jetzt hasse ich mich wieder gerade selber. Oder wir machen es echt so ganz, ganz simpel. Treibstoffbilder, lol. Gibt's denn hier keinen so Waffles Eis? Es interessiert mich mal was. Converter. Rocket Melter. Inputs Stein und elektrischen Sturm macht Concrete draus. Was soll ich denn damit? Equipment Printer. Water Purifier. No definition for gray water. Monotreibstoff, elektrisches und Wasser, was? Also braucht Wasser und elektrisch nur macht und Oxidator. Und Propellium. Was ist denn Propellium? Nitrogen in Xenon. Kann ich Xenongas herstellen? Mit elektrischem Strom. Nur mit elektrischen. Ah, ne. Wasser und elektrisch macht Propellium. Und Oxium. Hä? Kann man das nicht um einen Namen benennen? Ich habe keinen Plan, was der produziert jetzt. Kann ich so einen einfachen Convertertron rein theoretisch nehmen? Hier kann ich doch bestimmt auch konfigurieren, Chemical Plant. Der macht Wasser. Der macht Split Water into Hydrogen and Oxygen. Das ist zum Beispiel geil. Damit kann ich Wasser testen.
Damit kann ich Wasser testen. Hydrogen und Oxygen. Sind doch für einen Antrieb die normalen Standardsachen, oder? Warte mal. Nein, das ist Kiefer. Flüssigtreibstoff und Oxygen. Hydrogen, Oxygen. Also heller 2 ist wahrscheinlich Hydrogen, oder? Flüssiger Treibstoff. Liquid Fuel und Water macht er hier zum Beispiel draus. Aus Hydrogen und Carbon Dioxide. Also man kann da voll die Produktion machen. Ammonia kann man auch produzieren. Macht aus Waste und Oxygen, Carbon Dioxide, Water und Electric Charge. Der kann Strom produzieren. Aus Müll? Geil. Aus Waste und Electric Charge macht er Shielding. Ich kann Shielding herstellen. Aus Müll? Aus Müll? Geil. Ich habe eine Idee, Leute. Aber die machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Also, bis dann. Ciao.